Oh mein Gott, nein! Ich wollte euch gerade begrüßen. Und was passiert? Enrico wird von Aliens entführt. Oh, nein! Also, ja, Entschuldigung. Ich sage dann erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit der Familie Bauer. Und wie ihr seht, Enrico ist schon, ja, auf dem Weg. Von hier weg? Oder wie soll ich das jetzt sagen? Auf jeden Fall. Nein! Nein! Na gut. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das jetzt einfach mal laufen zu lassen. Ich mache mal die Tab-Taste an und schaue mir das Ganze so an. Viel Spaß! Und weg ist er! Nein! Kann doch nicht wahr sein! Och Mann! Das nenne ich mal eine Begrüßung, ne? Von Aliens entführt. Oh, Mist, 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 verdammte Kacke hier. Naja, auf jeden Fall, süße Nadja, würdest du mal aufstehen und nach dem kleinen Fratz hier schauen? Windel wechseln. Ja, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass aufgrund der jetzigen Situation, ihr wisst ja, denke ich, alle Bescheid mit dem Coronavirus. Die Menschen sollen so gut wie möglich daheim bleiben und sich nicht draußen aufhalten. Sind natürlich auch meine Kinder zu Hause. Ich habe vorher immer versucht, die Videos aufzunehmen, wenn meine Kinder in der Schule sind. Jetzt sind sie halt zu Hause. Und deswegen, falls ihr irgendwie im Hintergrund etwas hört, dann, ja, ich werde nicht überfallen oder sonstiges. Es sind meine Kinder. Aber sie sind eigentlich ganz brav und momentan beschäftigt. Also habe ich mir gedacht, drehe ich euch ein Video. Ja, und ich versuche auch, meine Video etwas kürzer zu halten. Denn ich weiß, dass nicht jeder eine halbe Stunde Zeit hat, um sich irgendein Video anzugucken. Oder vielleicht jetzt doch, aber im Normalfall hat das halt keiner. Und ich versuche halt jetzt, die Videos etwas kürzer zu gestalten. Ob es mir diesmal gelingt, weiß ich ja nicht, denn ich weiß ja nicht, wann unser Enrico wieder zurückkommt. Och nee, was für eine Begrüßung, echt. Naja, auf jeden Fall, unser kleiner Fratz hier, der Matteo, ist jetzt gewickelt und geschmust wurde mit ihm, gestillt ist er auch. Dann denke ich, genau, er schläft wieder. Und was hat denn... Och, sie möchten Schneeengel machen, wie süß. Schaut mal. Na, ist ja trotzdem ein bisschen kalt da, ne? Die Beine haben nichts an, ne? Aber egal. Amüsier dich mal. So. Oh, was ist los hier? Gefühl der Unsicherheit. Ja, es tut mir leid, aber kein Plan, wann der Enrico wieder zurückkommt. Ja. Auf jeden Fall werden wir hier... Komm, du kannst der Kuhpflanze auch mal was zu essen geben. Sonst stirbt die uns hier noch weg. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Ja, soll Frosty der richtige Name für dich sein? Hm. Ich denke eher nicht. Du bist einfach zu cool für ein Frosty. Ja, mal schauen. Vielleicht bekommst du auch einfach keinen Namen, denn so lange wirst du ja nicht bei uns bleiben. Oh, Moment. Enrico kommt wieder. Nur wo? Da. So, Enrico kommt wieder zurück. Ich habe mich mal in Position geschmissen hier. Und da ist er wieder. Oh, er ist aber leichtfüßig gelandet, so als wäre er nie weg gewesen, ne? Und zisch und weg, weil entführt wurde. Was immer diese Aliens auch gemacht haben, mir dreht sich der Kopf. Ach, es tut mir so leid, lieber Enrico. Ja, geh leg dich schlafen und dann kannst du dich ein bisschen ausruhen, ne? Ich hoffe. Oh Mist. Och, nee. Oh, Leute. In der letzten Folge haben wir ja versucht, dass Nadja nochmal schwanger wird, da sie ja schon etwas älter ist. Und wir müssen wegen der Challenge ja einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Haben wir ja nochmal versucht, dass sie schwanger wird. Und ja, die Gute muss sich übergeben. Und mit meinem Glück
Ja. Wird ihm hier bald auch ein Bauch wachsen, ne? Och nee. Ach ja, endlich passiert hier mal ein bisschen was Spannendes, ne? Aber so war das nun auch nicht geplant. Das hätte auch nicht sein müssen. So, du hast Hunger, ja, dann iss mal was. Und danach kannst du bitte das Klo putzen, denn du musst auch dringend aufs Klo. So, ja, dann kann sie hier mal schön gemütlich was essen. Kann man da eigentlich was reintun? Nein, ist nur Haha. Deko. Ja, die beiden Jungs schlafen. Die Mami ist wach und wird dann auch bald sich um den Rest hier kümmern. Und dann geht's an den Garten. Der muss gepflegt werden. Da wächst schon allerhand. Ja. Ach, ich bin so gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ach, nee. Ja, damit habe ich jetzt absolut, absolut nicht gerechnet. Wirklich nicht. Nein, nein, Nadja. Doch nicht auf dieses schmutzige Klo, bitte. Na gut, aber jetzt kannst du das säubern. Ja, Schwangerschaftstest brauchen wir gar nicht mehr, denn sie hat sich schon übergeben. Aber, dass sie sich ja übergeben hat, könnten wir ja einen Schwangerschaftstest machen, um sicher zu sein, ob sie schwanger ist oder nicht. Ich glaube, das machen wir auch. So, wie war das nochmal? Wo waren sie in Urlaub? Ah, in Selvadorada haben wir extra keinen gemacht, weil ich mich überraschen lassen wollte. Und da hatte sie ja auch eigentlich gar keine Anzeichen, aber jetzt. Ja. Oh, Supi, für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch. Nadja erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Mein Gott. Eins? Und die, Enrico, wie geht's dir? Alles gut? Noch keine Anzeichen von irgendwelcher Übelkeit, wachsendem Bauch oder komischem Gefühl da drin? Ich hoffe nicht. Nadja, warum stinkst du denn so? Oh. Ja, das war wohl die schmutzige Toilette, auf die du dich gesetzt hast. Komm, dann geh mal duschen. Enrico, dir geht's. Ja, du kannst auch was essen dann. Iss was und dann gehst du bitte in den Garten. Ja, denn der kleine Fratz schreit auch schon wieder. Dann kümmert sich die liebe Nadja um ihn. Und du guckst, dass du deinen Garten auf die Reihe kriegst. So, einen Brust nehmen. Hier könnten wir ja mal schauen, was er alles so kaufen kann. Ja, eigentlich brauchen wir immer nur eins, ne? Ja. Verkaufen. Knoblauch kann eigentlich in den Kühlschrank. Das wollen wir behalten. Die können auch in den Kühlschrank. Oder? Nein? Oh, der kann nicht in den Kühlschrank. Okay. Warum? Gut. Dann wird er halt verkauft. Ein glitzernder Gourami darf man nicht essen. Okay. Enrico? 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 Beunruhigende Neuigkeiten. Wegen Merkmal mag keine Kinder. Von der Nachricht bestürzt, dass ein Baby unterwegs ist. Wie lustig. Oh Gott, was wird er denn erst sagen, wenn er selbst schwanger ist? Oh, ich hoffe so sehr, er ist es nicht. Denn sonst versinkt diese Familie im Chaos. Ja, ihr wisst ja, ich und große Familien, das funktioniert irgendwie nicht richtig. So, dann kannst du mal hier alles verkaufen. Wie? Du hast doch gerade gegessen. Hast schon wieder Hunger? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Egal. Was war ich denn gerade am Erzählen? Nicht viel, ne? Ja, die Nadja ist auch gleich fertig. Dann kann sie helfen, wenn sie möchte. Außer Enrico ist schon fertig. Kann man mit ihm reden? Ach nee, man kann ihn nur zerstören. Was musst du. Ah, du machst wieder gerne. Ja, schon wieder ein Schneeengel. Wie sieht's aus, Enrico? Wie weit bist du? Ich glaube, wir lassen mal kurz ein bisschen vorspulen. Nadja, wohin gehst du? Warum läufst du denn so weit weg vom Haus? Ah, es liegt da mehr Schnee oder? Ja, wie scheint. Was hast du mit der Kuhpflanze vor? Ich habe immer Angst, wenn eine Kuhpflanze auftaucht, dass sie gefressen werden oder sonst irgendwas. So, dann lassen wir ein bisschen vorspulen. Jeder ist gerade mit irgendwas beschäftigt.
Finde ich toll. So, die Nadja freut sich ja riesig, dass sie dass wieder ein Baby unterwegs ist. Der Enrico weniger, aber ja, das ist dann halt so. Komm, wir reden noch ein bisschen mit Enrico. Vielleicht geht es ihm dann besser. Oh, oh, über Simnahrung. Ach so, ja. Ach Quatsch. Ich bin ja ein Alien. Ich vergesse das regelmäßig, weil sie immer nur in Tarnung rumläuft. Ja, ich finde sie halt nicht sehr ansehnlich ohne Tarnung. Der Geburtstag von der Theo naht. Okay, bin ich ja mal gespannt, wie er aussehen wird, wenn er gealtert ist. Geht's dir immer noch gut? Ja. Okay. Oh, ich hoffe so sehr, dass er keinen Untermieter mit nach Hause gebracht hat. Oh, über Heizkosten beschweren. Das finde ich auch klasse. Was für Pflanzen haben wir denn hier alles noch? Weinrebe. Ja, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit den Bäumen, ne? Die sind jetzt in der Saison, aber da passiert irgendwie nicht viel. Sprich mal mit deinen Bäumchen hier. Oh, da ist ja schon ein kleiner Bauch. Oh, ich bin so gespannt. Ich freue mich schon auf das Baby. Ja, dann starten wir hier. Ja, Matteo gehört ja auch dazu, schon mit der zweiten Generation. Und ja, ich werde mich dann irgendwann entscheiden müssen, wer die zweite Generation einläutet. Denn der Erstgeborene heißt ja nicht unbedingt, dass er auch der Erste ist, der auszieht und somit die zweite Generation einläutet. Gut, Post ist da. Was haben wir denn bekommen? Rechnungen, 981 Simoleons. Okay. Nadja, das kannst du machen. Was machst du gerade? Ah, du isst. Okay. Ja, dann erstmal weiter. Enrico, was machst du? Schneeengel, wo bist denn du jetzt hin zum Schneeengel machen? Nee, das ist kein Schneeengel. Was machst du denn? Schneeschaufeln, okay. Ja, schaufel du den Schnee von einer Seite auf die andere und viel Sinn hat das nicht. Mit dem Schneeengel kannst du nichts machen oder findest den Schneeengel von deiner Frau nicht hübsch und willst ihn einfach wieder zudecken. Ja, also Nadja, du, gut, räumst du auch das andere gleich mit weg oder nur deins? Oh, wie scheint nur ihres. Egal, dann machst du das trotzdem noch. Aufräumen. Was stand da jetzt über volles Glas nachdenken? Okay, dann tu das mal. Oh, oh, ein schwarz. Oh, nein, Gott sei Dank, er muss nur dringend pieseln. So, also ich wünsche mir ja wirklich, dass er nicht schwanger ist, aber ein kleines klitzebisschen bin ich dann doch enttäuscht, wenn das nicht ist. Ja, aber nun gut. Oh, vermutlich hat Nadja die Aliens angezogen, oder? Sie wollten sie wohl wieder mit nach Hause nehmen und haben den Falschen erwischt. Man weiß es ja nicht. Kann er denn keinen Schwangerschaftstest machen? Wäre schon toll. Zentralheizung. Ja, also bist glücklich über deine Zentralheizung, regst dich aber über die Heizkosten auf. Also du musst dich schon mal ein bisschen entscheiden, ne? Die Nadja ist jetzt wohin? Nadja? Schneemann bauen. Und wohin? Okay, ja, dann bau weiter einen Schneemann. Enrico zahlt jetzt erstmal die Rechnung. Rechnungen bezahlen und Post bekommen. Genau. Yippie! So, und was hast du jetzt bekommen? Was ist neu? Nix. Okay. Du gehst duschen, bevor du ins Bett gehst. Hoppla. So. Und die liebe Nadja. Ja, das Baby schläft aber gerade. Ja, gut, dann geh du halt schon wirklich schlafen. So, wie sieht's hier aus? Noch kein Bauch in Sicht? Ich hoffe. Nein. Gut. So, beide liegen jetzt im Bett. Und war eigentlich keine so gute Idee, denn der Matteo ist jetzt schon wieder, ja, am Rumbrüllen, ne? Nadja, dann Windel wechseln, füttern und so weiter und so fort. Damit der süße Fratz wieder glücklich ist. Wir wollen ihn ja nicht zu lange schreien lassen, ne? So, wie weit bist du eigentlich? Oh, was denn los? Morgenübelkeit.
Als Nadja aufwachte, fühlte sie sich schrecklich krank, so als würde jemand ihre Innereien umherschieben. Ja, das tut mir leid, süße Maus. So, Ja, aber Sunny. was? Oh, Ich kann ja, tatsächlich mich Kiffer. übergeben? Ja, das ist aber jetzt neu, das habe ich noch nie gesehen. Mir noch nie aufgefallen. Aber dann geht es ihr vermutlich besser, ne? Weil sie muss sich so oder so bald übergeben. Ja, in 3 Stunden, denke ich mal. Vielleicht verschwindet das Moodlet dann. Ja, keine Ahnung, sehe ich ja dann. So, sie säubert das Waschbecken. Oh, da baut jemand an unserem Schneemann weiter. Wer bist du denn? Die Angela Paulus, okay. Ja, dann mache ich noch jetzt fertig. Magst du noch nicht schlafen? Ja gut, die Mami guckt ja jetzt noch ein bisschen nach dir. Oh, mal schauen, was haben wir im Frühstück? Quatsch, nicht im Frühstück, im Kühlschrank. Denn dann kann ich ja hier mal. Oh, da war ein Teller, der kann aber raus. Nee, machen wir hier hin. Da kann die liebe Nadja nämlich noch Frühstück kochen, ne? Frühstück, Frühstück, Frühstück. Ach so, okay, kein Frühstück, nur Abendessen. Ich bin irgendwie im falschen Film. Ja, dann steh mal auf. Nein, wir haben keine Lust, damit zu gehen. Geht's dir gut? Ja, okay, alles gut. Gott sei Dank, oder? Oder? Nein, alles gut. Alles gut. So, du kannst den Schneebahn bauen, fortsetzen. Und du, Nadja, gehst du mit? Hier, kannst du mir helfen. Wo wolltest du jetzt hin? Oh, das Kuhpflänzchen braucht was zu essen. Na komm, baut den Schneemann fertig. Oh, könnt ihr nicht zusammenbauen? Hier konntet ihr den, konntet ihr auch zusammenbauen, ne? Ja, dann kümmerst du dich jetzt um die Kuhpflanze. Aber warum kann ich den Kuchen? Ach so, ich kann den Kuchen vermutlich nicht essen, weil ich schwanger bin, ne? Ja, hier geht's. Okay. So. Matteo schläft wieder. Oh, was ist dir denn passiert? Keine Lust, dem Fabian voll. Kochen wir noch ein paar Tofu-Tacos. War das jetzt richtig? Tofu-Tacos? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, Tofu-Tacos, genau. Und wie sieht's aus mit den Pflanzen? Muss hier noch was gemacht werden? Nein. Alles gut. Also bis jetzt läuft es ja perfekt, ne? Wir sehen wir ja dann, wenn das Kind da ist, wie es aussieht. Ja, Enrico, kannst ruhig zustimmend nicken, denn hier in der Küche hast du nichts mehr verloren. Na, zählst du jetzt die Kosten auch von einem weiteren Kind? Ja. Wohin? Ich habe jetzt echt immer Angst, ne? Ich fange an, leicht paranoid zu werden. Ach so, wir können ja hier mal gucken. 5 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Oh, davon sind wir echt noch weit entfernt, ne? Ja. Müssen wir warten, bis hier veredeln. Ah, da muss ich mich nochmal eingehend damit befassen, um rauszufinden, was ich mit welcher Pflanze hier veredeln kann, damit auch was dabei rauskommt, ne? Hier, du kannst auch was essen, oder? Moment. Nee. Dann machen wir das hier in den Kühlschrank. Die Bienen schlafen immer noch. Was ist das? Was habt ihr mit ihm gemacht? Den Kopftuch angezogen. Oh, der ist doch auch süß. Schaut mal. Aus Orangen hier ein Mund. Tomaten als Knöpfe. Die Möhre als Nase. Kohle als Augen. Handschuhe und ein Kopftuch. Und der andere da hinten ist der immer noch nicht fertig. Warum will denn keiner fertig bauen? Ich möchte gerne wissen, was da rauskommt. Matteo ist wieder wach, oder? Ja. Siegefuß. Wie lustig, wie sie sich immer gegenseitig Mesca? verarschen, ne? Crazy.
Bei ihm scheint ja immer noch alles in bester Ordnung zu sein. Das freut mich. Du kannst aber dann hier ein bisschen nach deinem Sohnemann gucken. Damit ihr euch auch lieb habt später, ne? Ja. Obwohl er das ja wirklich schon super gemacht hat. Er mag ja gar keine Kinder. Habt ihr auch vorhin gemerkt, als das Zweite unterwegs ist, war er nicht gerade glücklich darüber. Aber er ist von Anfang an hier zum Baby und hat mit ihm geschmust und geredet. Und das fand ich wirklich super, super süß. Schaut mal. Oh. La la la, la la la, schlaf ein kleines Babylein. So, das reicht aber auch schon, weil meine Gesangskünste sind nicht wirklich sehr gut. Das möchte niemand hören. So, Level 2 der Erziehungsfähigkeit erreicht, das ist ja gut. Was machst du jetzt? Rein raus, was soll das werden? Hier war noch irgendwo ein angefangener Schneemann. Da. Bau den mal fertig, bitte. Und dann kannst du auch gleich ins Bettchen gehen. Ah, du hast Hunger. Ja, da kannst du nachher auch was essen. Oh, hier nochmal so ein größerer. Das ist der Kleine. Das ist wohl der kleine Bruder, ne? Oder die Mama. Und da der große Sohn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lustig, dass sie auch noch verschiedene Größen haben können, ne? So, nein, kochen nix, aber du kannst dir was zu essen nehmen, denn du hast Hunger. Nee. Nimm dir hier einen Buntbarsch aus der Pfanne. Glücklich, weil Schneemann gebaut. Okay, das ist ja schön, das freut mich, dass du deswegen glücklich bist. So, bist du noch nicht fertig? Applaudierst du dir selbst? Wie? Ich hab doch gesagt, du sollst was essen. Hier. Ist das jetzt verdorben, dass du es nicht mehr essen willst? Nö, ist doch alles okay. Warum? Warum? Enrico? Okay, er applaudiert sich einfach lieber selbst. Ah, das geht aber gut. Wenn wir das so machen müssen, dann machen wir das so, ne? Dann nochmal von vorne. Hier, nimm dir bitte ein Gericht. Ah, jetzt geht's. Naja. Manchmal muss man sie einfach nicht verstehen. So, guten Hunger, Enrico. Lass es dir schmecken. Danach kannst du nochmal zur Toilette und nach deinem Sohnemann schauen und dann geht's ins Bett. Und ich denke, Enrico ist nicht schwanger. Sonst hätten wir das jetzt schon bemerkt. Auf den einen Weg bin ich ja froh drum, aber naja. Auf der anderen Seite bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Egal, wir werden bald alle Hände voll zu tun haben, denn Nadja ist ja auch schwanger und da kommt ja auch was Kleines hinterher. Wird noch lustig hier im Haus, ne? Komm, iss ein bisschen schneller, damit du auf Toilette kannst und ins Bett. Nee, okay, nicht schlafen. Zuerst noch hier Windel wechseln. So, und mit Flasche füttern. Bitte, danke. Oh, okay, gibt's noch eine Flasche. Na, wie scheint, möchte Matteo keine Küsschen haben, ne? Er sträubt sich ein bisschen. Ja, da ist der Hunger wohl größer als sonst irgendwie. Das Kuschelbedürfnis. Ja, komm, gib dem kleinen Mann die Flasche, dann schreit er noch weiter. So. Ach, wie süß. Er hält sogar das Fläschchen fest. Ich glaube, dann zoome ich mal hier raus. Und dann gehst du schlafen, Enrico. So, jeder liegt im Bett. Feier den Geburtstag von Enrico mit einer wilden Geburtstagsparty. Okay. Wie scheint, hat Enrico Geburtstag? Ja, in einem Tag. Oder jetzt. Gut. Ich beende diesen Part trotzdem hier an dieser Stelle. Und ich sage hiermit Tschüss und Ciao, Ciao. Bis zu einer neuen Folge.